Und da geht es weiter mit BioShock. Herzlich willkommen. Wir wissen ja, dass wir jetzt in diesen tollen Raum gegangen sind und hier quatschen wieder super viele. Was ist hier los? Ich bin jetzt hier vorne und ich habe auch schon bei der letzten Aufnahme einen Big Daddy gehört. Ich würde aber gerne nochmal zurücklaufen, wenn das mir möglich ist. Weil ich glaube, ich habe was Wichtiges übersehen. Oh, ich höre eine Little Sister. Ich höre eine Little Sister da draußen. Ich werde mal eben gucken. Oh Gott, wie war denn das doch gleich? So war das, so war das. Ich werde mal gucken, ob ich mir den jetzt mal einfangen kann. Bist du jetzt mir? Hörst du jetzt mir? Ja? Kommst du jetzt mal mit? Okay, gut, alles klar. Ja, schön, das hat funktioniert. Gott, ey, das krabbelt hier total wie irre. Oh Gott, ich habe das Headset wieder viel zu laut. Was ist das? Bam! Stell dir vor, die Sowjets finden heraus, dass da hinten leuchtet noch was. Ah nee, das ist ein Fischchen. Hier ist noch ein Raum, da werde ich jetzt mal gucken. Richtig, ein paar Hinrichtungen sind ein kleiner Preis. Ich hoffe, das ist nicht zeitabhängig, wie lange mir folgt. Kam ich von hier? Kam ich von diesem Raum? Nee, oder? Kamen wir von hier, Leute? Ich glaube nicht. Oh, da drappelt die Blöde. Wow. So. Moment. Hast du mich angegriffen oder hat er mir einen krassen Schaden gemacht? Leute. Mal eben kurz, was Leute spritzen hier. So, hier haben wir ein Apparat. Da gehen wir mal eben kurz gucken. Was kann ich mir denn holen? Ich habe jetzt 400 gesammelt. Ich würde gerne ein neues Upgrade mir holen. Was nehmen wir denn? Was nehmen wir denn? Was nehmen wir denn? Okay, ich würde gerne einen Plasminenslot holen. Das werden wir mal eben erledigen. Bringen Sie Ihre Gegner buchstäblich zur Weißglut. Vorsicht, Feuer breitet sich aus. Wunderbar, jetzt haben wir nämlich wieder Feuer, was sehr praktisch ist, weil dann können wir ein paar extra Wege freischmelzen. So, was schauen wir mal? Erhöht Ihren Maximum Eve, das ist gar nicht mehr so schlecht. Das ist ein neues Plasmid. Okay. Oh, ein Köder. Oh, das ist auch nicht schlecht. Zerschmettert. Ich glaube, ich nehme mal ein Gesundheitsupgrade. Und ein Eve-Upgrade. Ja, reicht mir das? Erhöht den Schaden, den du an Kameraspots und Geschützen zufügst. Das ist natürlich sehr sparsam für die Muni. Oh, Heckenschwierigkeitsgrad. Nee, ich denke mal, wir sparen weiterhin. So, magst du mich noch? Sind wir noch Freunde? Ja? Naja, perfekt. Perfekt. Wer hat das gesagt? Ja, ja, komm. Wer hat das gesagt? Ey, ist es so laut? Wisst ihr, ich mach das für euch mal wieder leiser. Ihr wisst ja gar nicht, wie fett das gerade. Hallo, wo willst du jetzt hin? Wo willst du hin? Kommst du mal wieder mit? Ich brauch dich noch. Hier haben wir auch noch ein Apparat. Willkommen im Zirkus der Werte. Brauche ich noch irgendwelche Kugeln? Ich glaube, ich habe soweit genug. Oh, ich könnte mir Eve-Spritzen kaufen, wenn ich den hack. Willkommen im. So, das versuchen wir auch noch mal eben. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt muss ich mich hier ein bisschen ranhalten. Ups, falsch. Hier so. Und so.
scheiße, ich muss den umlenken. Nehmen wir das so. Hier. Spektakulär, wie ich das hier kommentiere, was ich hier tue. So, fertig. So, dann schauen wir mal, was hast du im Angebot? Ich hätte gerne die Spritze. Verbandskasten habe ich erstmal genug. Komm, eine Spritze gebe ich mir noch. So, wir zwei, wir werden jetzt noch mal ein bisschen hier rumgucken. Ich hoffe, du folgst mir. Hier unten scheint nichts mehr zu sein. Leuchtet hier irgendwo? MG-Patronen, perfekt. Ich habe keine Ahnung, wie lange der Big Daddy und ich Freunde sein können. Ich hoffe, das hält noch ein bisschen an, weil da unten geht, glaube ich, gleich Ramazamba. So. Hier waren wir ja schon. Ich habe immer noch keine Ahnung, wie man da oben hinkommt. Folgst du mir? Ja. Aber mit dem Big Daddy an meiner Seite fühle ich mich hier schon gleich viel sicherer. Und dann kann nämlich jetzt die Party steigen, oder? 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 Komm, wir machen jetzt hier mal richtig, wir wirbeln jetzt mal die komplette Truppe hier auf. Da unten war irgendwas. Ja? Haben wir's? Okay, perfekt. Wir sind soweit. Wir gucken mal eben nach unten. Halt. Moment. War ich hier nicht schon? Also bin ich von hier gekommen? Bin ich jetzt total... Hä? Hallo? Hey, Moment. Halt. Okay, den haben wir. Hä, bin ich jetzt... What the fuck, bin ich irgendwie... Ich nehme den Verbandskasten mal mit. Muss ich hier nicht lang? Doch, muss ich doch, oder nicht? Muss ich da irgendwie rüber? Ach, ich komme hier rüber. Kommt der Big Daddy hier mit? Wer kann einer Dame einen Vorwurf machen, weil sie sich nach... Och, nicht schon wieder die Olle. Aus der letzten Folge, falls ihr euch erinnert. Die habe ich ja schon fast vergessen. Okay, Verbandskasten ist nicht mehr frei. Da haben wir noch eine Spritze drin. Boah, guckt euch das an. Das ist ja total eklig. Mann, die habe ich schon ganz vergessen. Ja, gut. Big Daddy total umsonst irgendwie gerade gezähmt, würde ich sagen. Ja. Und eines Tages haben sich die jungen Herren einfach nicht mehr gemeldet. Ja, die jungen Herren haben sich nie mehr gemeldet. Oh, wunderbar, wenn ich das hier schon sehe, was ich hier alles aufheben kann. Dann sagt mir das, dass jetzt gleich was ganz Böses folgt. Mann, ich habe jetzt doch... Ich habe gedacht, der Big Daddy folgt mir. Was ist das für eine Kacke? Was haben wir hier? Komm ich nicht hoch? Hier ist einfach nur ein Speicherpunkt, okay. Irgendwas über mir. Oh. Soll das so? Sollt ihr einfach so irgendwie in der Luft hängen? Gott, die wurden aufgehangen. Und da oben glitzert und blitzt es wieder. Wie wild. Wie kommt man da oben hin? Ich glaube, ich muss dieses Plasmid haben, um die Sachen an mich ranzuziehen. Ich weiß es nicht. Irgendwas müssen die sich dabei doch gedacht haben. Oh, ich muss tatsächlich gerade das Headset so ein bisschen vom Kopf nehmen, weil das ist so verdammt laut. Verdammt, ich habe mal wieder überhaupt nicht an die Lautstärke gedacht. Super. So. Wir können anklopfen. Ja. Wir können anklopfen. Sehr gut. Dann würde ich sagen, klopfen wir mal. Hallo? Atlas hat mir schon gesagt, dass du gern eine Einladung in die Fischfabrik hättest. Du spinnst wohl. Wenn du mir allerdings eine Forschungskamera aus dem Büro des Hafenmeisters besorgen könntest, würde ich das mit der Einladung schon hinkriegen. Was war das? Du sitzt in der Scheiße, mein Freund. What?
What? Ich da durch? Meine Jugend! Meine Blüte! Da unten ist ein... Scheiße, ich hab keine Muni mehr für die Waffe. What the fuck? Alter. Uncool. Ich blute! Ja, du blutest. Wo ist denn hin? Den schaffst du nicht. Sieh mal auf den Förderband nach. Da findest du was, was dich wieder auf die Beine stellt. Und jetzt schnapp dir die Kamera und fotografiere die Dinger, die an der Decke rumkrabbeln. Dann lass ich dich auch in die Fischfabrik rein. Und denk daran, mein Freund. Wenn's hier auch nur danach riecht, dass du was mit Fontaine zu tun hast, mache ich dich kalt. Atlas legt zwar seine Hand für dich ins Feuer, aber ich lass dich trotzdem nicht aus den Augen. Kapiert? What? Ein erwachsener Mensch, der Angst vor Geistern hat. Fontaine ist seit Monaten tot und jeder weiß das. Hal Bradshaw hat immer noch Angst vor ihm. Sogar Ryan, Herrgott nochmal. Naja, mach dir darüber keine Gedanken. Auf uns wartet Arbeit. Hä? Alter, ihr verwirrt mich gerade so dermaßen. Was wollt ihr denn jetzt von mir? Oh Mann, ich muss wieder zurück. Wow. Okay, den haben wir schon mal. Scheiße, Alter, komm schon her. Halt mal um. Es war ja klar, dass wir da jetzt nicht einfach so durchkommen. Was ist das? Da oben haben wir jemanden. Okay, komm. Komm mal alle wieder klar, Leute. Ich wollte doch nur hier. Sieht so aus, als wüsste der alte Peach, wo man eine Forschungskamera herkriegt. Ich glaube, er ist ganz in Ordnung. Er wird sicher warten, bis er hat, was er von dir will, bevor er dir den Bauch aufschlitzt. Sehr beruhigend. Sehr beruhigend. Hier kommt auch lang. Gucken wir nochmal hier. Ah, da ist wieder der Big Daddy. Ach, hier bin ich im Kreis gelaufen, okay. Nein, komm. Nein, wir wollen heute kein... Nein, nein, wir wollen keinen Stress. Nein. Heute keinen Stress. So, wo muss ich denn jetzt lang? Muss ich hier unten? Geht's hier unten irgendwie weiter? Was sind das für Räume? Wie komme ich denn da rüber? Okay. Und wo sind denn die Mitarbeiter gerade gekommen? Das hätte ich gerne mal gewusst. Hier haben wir das Laufband. Hier haben wir einen Raum. Ah, ich kann Code eingeben oder ich kann es hacken. Und es sieht... oh Gott. Wir probieren es erst. So. Haben wir noch eine Kraft? Einmal da. Dann schauen wir uns hier mal um. Wir haben auf jeden Fall... Ach Gott, das war, glaube ich, ich gerade in dem Wasser, die hier so ein Geräusch verursacht hat, ne? Okay, was haben wir denn hier? Ich höre... Sind das meine Schritte? Bist du das, Fisch? McFish? Bist du das? Okay, wir durchsuchen mal eben diese verbrannte oder eingefrorene Leiche. Ich kann es noch nicht ganz beurteilen. Okay, wir haben panzerbrechende Pistolenkugeln. Oder sollten wir vielleicht unsere anderen mal aufheben? Oh, Alter, bitte. Verschwinde von mir. Du machst mir Angst. Okay, so. Was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? Wir haben ein Kruzifix. Verhör von Timmy H. Ein Tagebucheintrag. Wir hören mal eben ins Tagebuch rein. Timmy. Mr. Ryan hat mich persönlich darum gebeten, dir das hier mitzuteilen.
du uns Fontaine und seine ganze lausige Bande lieferst, dann kannst du dir im Fighting McDonald's weiter deine Bierchen hinter die Binde gießen. Aber wenn du hier den sturen Esel spielst, werden wir dich auch wie einen Esel behandeln. Gib ihm eine Kostprobe, Patrick. What the hell? Was ist denn? Hast du deine Meinung geändert? Timmy, willst du mir jetzt was erzählen? Mach weiter, Sullivan. Mach deine Drecksarbeit. Was Ryan mir antun kann, ist nichts im Vergleich zu dem, was Fontaine tun kann. Was ist das? Was ist das, Leute? Okay, Elektroschocks, gehe ich jetzt mal davon aus. What? Alter, ich glaube, das ist die Frau. Oh Gott, ah, Mann, fick dich. Oh Gott, hat der mich erschrocken. Was ist euer fucking Problem? Meine Güte. Könnt ihr nicht einfach mal verschwinden? Liebling, Mama will dich in den Arm nehmen. Was? Warum Mama? Hallo? Leute. Okay. Mhm. Ich glaube, wir haben jetzt mittlerweile so einiges gesichtet. Ha, da oben komme ich irgendwie nicht ran. Da muss es, glaube ich, auch einen Weg für geben. Da haben wir noch MG-Patronen. Diese Respawn-Zeit dieser Gegner, die ist ein bisschen ätzend, muss ich sagen. Also, da kommen Sachen auf einen zu, die erwartet man zuerst gar nicht. Ja, ach komm, hör auf zu schreien. Meine Güte, warum schreit ihr mich denn alle so krass an? Was habe ich denn gemacht? Ja, ja, ja. Aber ein Verstoß gegen die Ausgangssperre ist unverzeihlich. Verhalten Sie sich vernünftig und Sie ersparen sich Schwierigkeiten. Also ein bisschen fertig machen die mich gerade schon. Kann ich nicht anders sagen. Diese Soundkulisse ist ein bisschen unangenehm. So komme ich also unter die Dinger hier. La 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 la. Da haben wir, glaube ich, einen Tag. Die Roten. Okay, wir hören noch mal ins Tagebuch rein. Leute, was ist das denn hier? Ja, ich glaube, wir erfahren im Tagebuch... Oh, das ist Big Dead. Ich glaube, wir erfahren im Tagebuch... Alter, hör auf zu lachen. Im Tagebuch gleich, wie dieser Typ gestorben ist. Oh, Big Daddy, hör auf zu brummen. Du machst mich fertig. Es muss etwas geschehen in Sachen Fontaine. Während ich Gebäude errichtet und Fischgründe erworben habe, hat er sich ein Monopol auf Genotypen und Nukleotidsequenzen aufgebaut. Rapture verwandelt sich vor meinen Augen. Der große Zusammenhang, die große Kette beginnt meinen Händen zu entgleiten. Es ist Zeit, die Zügel wieder anzuziehen. Wow! Was ist das? Ja, ihr findet mich nicht. Ihr könnt suchen, so viel ihr wollt. Ihr werdet mich nicht finden. Fertig. Er starb für deine Sünden! Für deine Sünden! Wow. Was soll's? Komm schon. Wir glaubten uns vor dem göttlichen Licht. Hallo? Ja, ihr scheiß Plünderer. Meine Güte, wo kommt ihr alle immer her?
Ich will doch nur meine Ruhe. Ist da noch jemand? Okay. Ja, so viele kleine Wege und Verstecke, die man hier erkunden kann. Das macht mich schon ein bisschen fertig. Wir müssen jetzt links rum. Noch sehe ich hier nichts. Hier haben wir eine Medi-Station. Die können wir mal hacken, auch wenn ich sie jetzt gerade nicht brauche. Hier noch austauschen. Hä? Warum hat die Maschine jetzt... Warum hat die jetzt wieder einen Kurzschluss? Muss ich gerade etwas übersehen haben? Das sieht ja gerne mal durch Zeitdruck. Haben wir gehackt. So, wir müssen hier gleich ums Eck. Schau noch mal ein bisschen in jede Ecke, dass wir auch nichts vergessen. Ich habe das Gefühl, da kommt mir gleich wieder irgendwas entgegen. Was steht denn da oben? Ein Mensch erschafft, ein Parasit fragt, wo ist mein Anteil? Okay. Hier ist die Tür, die geht da wahrscheinlich gleich auf. Oh Gott, ey. McCracken-Kram. Mhm. Hier ist auf jeden Fall wieder so ein nettes, so ein netter Schacht, wo die Little Sisters immer rein und rauslaufen. Ich hätte gerne nochmal... Okay, Electrobolt ausgesucht, weil wir haben hier gleich Wasser. Falls mir gleich was entgegenkommt, müsst ihr Wasser nutzen. Ich glaube, wir machen ab hier einen kurzen Cut und wir sehen uns dann zur nächsten Folge Bioshock wieder. Ich bin schon sehr gespannt, was dann passiert und wie oft ich mich noch erschrecken werde. Ich versuche tapfer zu sein und auszuhaken, dass ich dieses Spiel überlebe, also mental überlebe. Aber ich hoffe, ihr steht mir weiterhin bei und ja, mal gucken, ob wir dieses Baby... Wo ist es? Ob wir dieses Baby gleich noch irgendwie einweihen dürfen. Okay, bis zum nächsten Mal. Tschüss.